Ja, da muss Finger weg, sonst hört das Mikro zu. Herzlich willkommen. Wir haben gerade den Song Skyfall von Adele analysiert. Wir haben herausgefunden, dass er aus den Akkorden C-Moll, Ass und F-Moll besteht und auch noch ein G drin vorkommt. Und haben also festgestellt, dass die Grundtonart C-Moll ist. C-Moll wäre dann die Tonika, F-Moll die Subdominante, G wäre die Dominante. Und das Ass wäre die Tonika-Parallele auf der sechsten Stufe. Wir haben auch den Ablauf mal skizziert. Wir haben uns das Video angeguckt, Originalvideo bei der, was war es noch, Grammy-Verleihung, Oscar, irgend sowas hat sie da bekommen. Sehr schön mit Streichorchester und Band. Fängt also an mit dem langsamen Klavierintro, dann kommt der Gesang dazu. Erster Vers, kleiner Refrain, zweiter Vers, Refrain. Es gibt auch noch eine Bridge. Die Bridge hat im Endeffekt die gleichen Akkorde, absteigend, allerdings etwas länger gespielt und die Melodie bringt einen Kontrast herein gegen die anderen Songteile. Danach kommt nochmal Refrain, also eine ganz typische Songform-Pop-Ballade. Wir haben jetzt überlegt, wir nehmen die Akkorde, wandeln sie ein bisschen ab, C-Moll fangen wir an, machen den zwei Takte lang, dann kommt F-Moll, dann die sechste Stufe Ass und im zweiten machen wir dann auch nochmal die Tonika und dann gehen wir direkt auf die Dominante zwei Takte lang. Ja? Vielleicht haben wir gedacht, könnten wir es auch transponieren in eine andere Tonart oder vielleicht für ein B-Teil mal noch A-Moll rübergehen. Das haben wir da skizziert, aber das müssen wir dann mal austesten. So, jetzt wollen wir das mal mit dem iPad aufnehmen und wir machen es auch ein bisschen anders natürlich, ein bisschen flotter. Also wir werden erstmal das Tempo aus hier über das Werkzeugtool. Da kann man das Tempo einstellen. Wir sind jetzt hier bei 99. 100 wollten wir nicht, das war uns zu schnell. Die Tonart haben wir eingestellt, C-Moll, damit das iPad das korrekt schon vorgibt. Und dann wollen wir es ein bisschen funky machen. Wir nehmen mal ein Klavinett. Mal gucken, dass wir hier ein bisschen lauter machen. Genau. Und dann spielen wir jetzt die Akkorde nacheinander, zwei Takte C. Wir spielen aber keine kompletten Akkorde, sondern immer nur den Grundton C und oben noch so ein kleines Lick dazu. Das variieren wir dann nach F und nach Ass. Ja, und das probieren wir jetzt mal für den A-Teil. Genau, jetzt haben wir den A-Teil, den müssen wir noch ein bisschen quantisieren, weil ich nicht so exakt gespielt habe. Hier aber die Quantisierung auf 16 Noten eingestellt. So, das passt erstmal, war ein kleiner Fehler drin, den lassen wir mal drin, ist ein bisschen bluesy. Okay, dann gehen wir in die Übersicht dazu und machen jetzt eine zweite Spur auf. Und da haben wir gesagt, wir wollen jetzt mal einen Keyboard-Sound reinnehmen. Ja. Und nehmen mal hier so eine, oder der? Ah ne, der passt nicht, wir nehmen mal den. Jawohl. Genau, damit es ein bisschen mehr nach Techno klingt. So, jetzt wollen wir mal mit dem Sound ausprobieren. Wir können hier oben, das ein Smart-Sound ist, den selber spielen lassen und hier auch einzelne Töne spielen, ja? Genau, das war jetzt unser A-Teil. Können wir auch nochmal ein bisschen quantisieren hier mit den Sechzehnteln, damit wir genau auf den Punkt kommen. Okay, und jetzt machen wir noch ein Schlagzeug dazu. Hier über Plus und nehmen uns jetzt ein Smart Drum. Wo ist es denn versteckt?
Hier ist es im Angebot. Smart Drum. Und einfach über die Würfelfunktion lassen wir mal das iPad einen Rhythmus gestalten. Genau. Den nehmen wir jetzt mal. Da müssen wir dann einfach hier auf Record gehen und den aufnehmen. Genau. Man kann auch im Nachhinein einfach durch Antippen des Würfels den Rhythmus nochmal verstellen, während der aufnimmt. Ja, jetzt hat sich, habe ich gerade gehört, etwas verstellt in dem Synthi-Sound. Müssen wir nochmal gucken. Wahrscheinlich die Quantisierung sollten wir vielleicht doch auslassen. Dann klingt es besser. Gucken wir mal. Nee. Hat sich das jetzt ja verstanden. Aber so in etwa ist das, glaube ich, klar geworden. Und dann können wir jetzt hier über Plus einen weiteren Teil dazufügen und den dann variieren. Ja, soweit für heute. Vielen Dank. So, Nachricht geschickt.